Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie aufs Herzlichste hier im Hotel Meerort zum Symposium der Schlaganfall. Dass es wichtig ist, hier einen Service anzubieten. Ein Service anzubieten über Vorsorge nach Behandlung, medizinisch, physiologisch, psychologisch, des Schlaganfalls. Und wie diese Idee an mich herangetragen wurde, dass ich dazu sozusagen eine Gastgeberrolle übernehme, habe ich das wirklich gerne getan. Weil es ist natürlich kein spezifisches Problem der inneren Stadt. Aber es ist ein Problem unserer Zivilisationsgesellschaft. Summe der Risikofaktoren das Risiko, eine Gefäßerkrankung zu erleiden, potenziert. Also wenn man jetzt gleichzeitig familiär belastet ist, weil man in direkter Verwandtschaftslinie schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und dann kommt noch ein beträchtliches Übergewicht, dann kommt noch hoher Blutdruck, dann kommt eine Fettstoffwechselstörung dazu, eine Stressbelastung, Bewegungsmangel, all diese Dinge, dann hat man natürlich ein um 10er Potenzen höheres Risiko, als wenn man nur einen Risikofaktor hat. Wenn ich geschlafen und getrunken bin, wahrscheinlich deshalb schwindelig. Also nehmen Sie Schwindel ernst. Schwindel. Schwindel ist, Walzer tanzen, stehen bleiben, wenn es sich dreht. Es gibt eine ganz fürchterliche Drehschwindelgeschichte, die entsetzlich grausig ist, wo man erbrechen muss und wo man sich elend fühlt und die völlig harmlos ist. Ja, stehen wir weniger, aber im Auge, es ist das Auge, Sie können versuchen, machen wir es der Einheit halber mit der rechten Seite, dass Sie sich vorstellen, so die rechte Seite vom Auge, ich kann nicht mehr zwinkern, ich kann nicht mehr nachrümpfen, ja, Auge, Wange, Mund, Öster, Öster, Klappen. Ich kann nicht mehr küssen, ich kann machen, wo, noch was Wesentlicheres. Ich habe Probleme beim Essen, wo ich dann die Vergratzbitten möchte, dass ich noch was erzähle. Ja, dieser Strich geht weiter, es passt mit der Nackenmuskulatur nicht. Sie stellen sich vor, der rechte Arm, ja, Arm wird von Muskeln gehalten. Der hat dann nicht Fußskelett und jetzt haben die Muskeln auf der Schulter keine Spannung. Ja, da hängt man runter und ich kann oft mit zwei Fingern einfahren. Wir haben leider in Österreich jährlich ca. 40.000 neue Aphasie-Patienten. Die Aphasie ist jene Sprachstörung, die bei einem Schlaganfall vorkommen kann. Das Wort Aphasie kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt ohne Sprache und tritt meistens dann auf, wenn eine neurologische Erkrankung vorhanden ist. Das kann sein, wie beschrieben, eben ein Schlaganfall. Es kann sein eine Hirnblutung oder auch ein Schädel-Hirntrauma. Wie schaut jetzt eine Aphasie aus? Eine Aphasie könnte man beschreiben, um sie für Sie also ein bisschen griffiger zu machen. Wenn Sie mit mir, sagen wir mal, jetzt einen kurzen Trip nach China machen, wir sind alle gleich intellektuell, wir sind gebildet, wir können lesen, wir können schreiben und wir stehen plötzlich in China unter vielen, vielen Menschen, verstehen kein Wort, können uns weder sprachlich noch schriftlich mit ihnen verständlich machen. Wir können keine Straßenschilder lesen, ohne vielleicht unsere Körpergesten einzusetzen. Und so ergeht es manchen Patienten. Sie müssen sich vorstellen, der Arme liegt jetzt vor uns im Bett und wir stürmen als Therapeuten, als Ärzte hin und versuchen unser Bestes zu geben. Und er weiß nicht, wie ihm geschieht.